Ist Bushido ein Lügner? Was ist ein Zeuge vom Hörensagen? Und hat sich die Berliner Staatsanwaltschaft blamiert? Hier sind drei Fragen und drei Antworten zu dem spektakulären Freispruch von Arafat Abou-Chaka. Erstens, ist Bushido ein Lügner? Das Gericht hat Bushido in seinem Urteil nicht direkt als Lügner bezeichnet. Aber es hat einige Aussagen von Bushido und seiner Frau Anna-Maria ziemlich auseinandergenommen. Bevor wir uns das anschauen, lasst uns noch schnell einen Blick auf das Urteil werfen. Arafat Abou-Chaka war in dem Strafprozess vor dem Landgericht Berlin unter anderem angeklagt wegen räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Das Gericht sprach ihn jetzt in diesen Punkten frei. Nur wegen illegaler Tonbandaufnahmen wurde er verurteilt und zwar zu einer Geldstrafe von 81.000 Euro. Der Richter hat sehr deutlich gemacht, dass er Bushido und seiner Frau Anna-Maria Falcicci nicht glaubt. Über Bushidos Auftritt vor Gericht sagte er, schon die Aussageentstehung regt zum Nachdenken an. Teilweise hat er wortgleich ausgesagt, wie in seiner Dokumentation. Worauf will der Richter damit hinaus? Ein Richter in einem Strafprozess muss die Aussagen von Zeugen und Angeklagten auf Glaubhaftigkeit prüfen. Er muss also einschätzen können, ob das, was Bushido da erzählt, plausibel und belastbar ist. In Bushidos Fall stellt der Richter nun fest, dass Bushido manchmal haargenau das Gleiche sagte wie in seiner Dokumentation. Wenn ein Zeuge nun Wort für Wort eine Aussage so wiederholt, wie er das früher schon einmal getan hat, kann das ein Hinweis darauf sein, dass er sich seine Aussage vorher zurechtgelegt und auswendig gelernt hat. Und warum sollte jemand, der die Wahrheit sagt, seine Aussage vorher auswendig lernen? Dass Bushidos Aussagen teilweise identisch waren wie in seiner Dokumentation, ist noch kein Beweis dafür, dass er gelogen hat. Aber es reicht schon, wenn der Richter Zweifel an Bushidos Version der Geschichte hat. Denn schon der geringste Zweifel an der Schuld des Angeklagten reicht, um den Angeklagten freizusprechen. Auch zu Bushidos Motiven macht der Richter eine Feststellung. Er sagt, vielleicht hat er gehofft, sich schneller lösen zu können oder eine bessere Ausgangslage in Zivilauseinandersetzungen zu haben. Ganz kurz zur Erinnerung, zwischen Bushido und Arafat laufen weitere Gerichtsprozesse, allerdings nicht vor einem Strafgericht, sondern vor einem Zivilgericht. Was der Unterschied zwischen den beiden ist, könnt ihr in unserem ersten Erklärvideo zum Prozess nachschauen. In der Tat hätte Bushido vor dem Zivilgericht eine sehr gute Ausgangsposition, wenn Arafat verurteilt worden wäre. Denn dann hätte er das Urteil gegen Arafat als Beweismittel in einen Zivilstreit einbringen und so seine Geldansprüche gegen Arafat leichter durchsetzen können. Das ist aber eine reine Mutmaßung des Gerichts. Das Gericht unterstellt Bushido also, dass er Arafat nur aus strategischen Gründen angezeigt hat, damit er in einem anderen Prozess schneller an seine Kohle rankommt. Hier spekuliert der Richter ins Blaue. Und wenn sich herausstellen sollte, dass er sein Urteil auf eine solche Mutmaßung gestützt hat, dann ist das mindestens fragwürdig. Wie ihr wisst, lautet einer der Anklagevorwürfe gegen Arafat auf versuchte räuberische Erpressung. Die räuberische Erpressung setzt unter anderem voraus, dass der Täter mit Bereicherungsabsicht handelte. Arafat muss Bushido also in dem Wissen erpresst haben, dass ihm das Geld nicht zusteht. Und jetzt haltet euch fest, was der Richter dazu sagt. Bushido habe über Monate mit Arafat über Geld verhandelt und ihm sogar Geld angeboten. Deswegen könne man nicht sagen, dass Arafat keine Ansprüche gegen Bushido habe. Diese Einschätzung des Gerichts finden wir mindestens fragwürdig. Dass Bushido Arafat Geld angeboten hat, ist kein Beweis dafür, dass Arafat Ansprüche gegen Bushido hatte. Stell dir vor, jemand hält dir eine Waffe an den Kopf und du bietest ihm deine Geldbörse an, damit er dich in Ruhe lässt. Wer würde da behaupten, dass dem Räuber das Geld zusteht, weil du es ihm ja angeboten hast? Man könnte Bushidos Angebot an Arafat da ja auch so werten, dass er sich in einer hilflosen Lage nicht anders zu helfen wusste, als ihm Geld anzubieten, damit Arafat ihn endlich in Ruhe lässt. Dieses Argument des Gerichts ist also eher schwach. Eine sehr abenteuerliche Theorie hat das Gericht außerdem zu der Frage der Freiheitsberaubung. Nochmal zur Erinnerung, Arafat soll Bushido in seinem Büro eingesperrt haben. Laut dem Richter ließ Arafat die Tür aber möglicherweise nur deshalb abschließen, damit sie in Ruhe ein Gespräch führen können. Versetzt euch selbst mal in Bushidos Situation.
Wie beruhigend würdet ihr es finden, wenn ihr euch gerade mit Arafat unterhaltet und er lässt die Tür hinter euch verriegeln? Zweitens, hat Bushidos Frau Anna Maria den Prozess vermasselt? In seinem Urteil macht der Richter auch ein paar Aussagen in Richtung von Anna Maria, die sie in einem ziemlich ungünstigen Licht erscheinen lassen. Hier ein paar zentrale Feststellungen des Richters. Nur seine Ehefrau sah einen roten Fleck auf seiner Wange. Anna Maria behauptete während einer Befragung vor Gericht, dass Bushido von seinem Treffen mit Arafat mit einem roten Fleck auf der Wange zurückkam. In dem mehr als dreijährigen Prozess wurden über 60 Zeugen befragt und kein einziger konnte diese Darstellung bestätigen. Was der Richter hier sagt, ist ein echter Hammer, denn damit deutet er an, dass Anna Maria sich den roten Fleck nur ausgedacht hat. Der Richter sagte außerdem, Anna Maria habe mit einer übergeordneten Belastungstendenz ausgesagt. Was meint er damit? Ein Richter muss prüfen, ob ein Zeuge eine Motivation, also ein Interesse daran hat, den Angeklagten zu belasten. Anna Maria machte nicht nur belastende Aussagen über Arafat. Vor Gericht erklärte sie außerdem, wie sie damals zu Arafat gesagt haben will, dass sie ihn hinter Gittern bringen werde. Sie hatte also ein erhebliches Interesse daran, dass Arafat verurteilt wird. Aber Vorsicht! Das ist noch kein Beweis dafür, dass sie eine Lügnerin ist. Es kommt schließlich jeden Tag vor, dass Opfer von Straftaten vor Gericht belastende Aussagen über ihre Peiniger machen. Deshalb würde niemand auf die Idee kommen, deren Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Ein großes Problem wären aber die widersprüchlichen Aussagen von Anna Maria und Bushido zu dem berühmten Flaschenwurf. Bis zuletzt blieb unklar, ob Arafat nun mit einer Flasche nach Bushido geworfen hat oder ob er ihm die Flasche an den Kopf geschlagen hat. Hier haben sich Bushido und Anna Maria tatsächlich keinen Gefallen getan, denn ihre Behauptungen widersprachen sich in den Details so sehr, dass das Gericht nicht anders konnte, als misstrauisch zu werden. Der Richter sagte außerdem, dass Anna Maria nur eine Zeugin vom Hörensagen war. Was heißt das? Bei Strafverfahren in deutschen Gerichten kommt es immer auf die Aussage desjenigen an, der die Tat selbst gesehen oder gehört hat. Aber manchmal ist ein solcher Zeuge aus verschiedenen Gründen nicht verfügbar und dann muss das Gericht auf einen sogenannten Zeugen vom Hörensagen zurückgreifen. Ein Zeuge vom Hörensagen ist jemand, der eine bestimmte Tat nicht mit eigenen Sinnen wahrgenommen hat. Anna Maria hat die angeblichen Taten Arafats tatsächlich nicht selbst gesehen. Ihre Aussage über Arafats angeblichen Angriff auf Bushido hatte also schon deshalb nur geringe Beweiskraft. Drittens, hat sich die Staatsanwaltschaft blamiert? Wie ihr wisst, hatte die Staatsanwaltschaft zuvor mehr als 4 Jahre Haft für Arafat gefordert. Der Richter hat diese Forderung aber über den Haufen geworfen und Arafat in den entscheidenden Anklagepunkten freigesprochen. Damit steht die Oberstaatsanwältin jetzt natürlich dumm da, vor allem weil das Gericht 2 Jahre vor dem Urteil deutliche Hinweise gegeben hatte, dass es der Argumentation der Staatsanwaltschaft nicht folgen wird. Die Staatsanwaltschaft hat hochgepokert, weil sie alles auf eine Karte gesetzt hat und das war die Aussage von Bushido. Besonders peinlich ist die Tatsache, dass man hier fast 4 Jahre Zeit in einen Prozess gesteckt hat, der letztlich auf einer dünnen Beweislage basierte. Dass das Gericht aber nun eine andere Entscheidung getroffen hat, als von der Staatsanwaltschaft erwartet, ist trotzdem keine Blamage. In unserem Rechtssystem ist es völlig normal, dass 2 Juristen ein und denselben Sachverhalt völlig unterschiedlich bewerten. Die Argumente des Richters waren in diesem Prozess zwar in manchen Punkten sehr schwach, aber in einem entscheidenden Punkt hatte er recht. Um Arafat verurteilen zu können, muss er sich sicher sein, dass Arafat die Taten begangen hat. Denn so will es das Gesetz. Ein Richter darf einen Angeklagten nur dann verurteilen, wenn er keine Zweifel an seiner Schuld hat. Die einzigen Beweismittel, die der Richter aber in der Hand hatte, waren die Aussagen von Bushido und seiner Frau. Und weil ihm diese Aussagen zu dünn waren, konnte er Arafat nicht verurteilen. Das Urteil des Landgerichts hat also durchaus seine Schwächen. Im Ergebnis gab es aber keine Alternative zu dem Freispruch.